In diesem Video werde ich mal zeigen, wie man eine Matrix transponiert. Und eigentlich ist das Ganze hinter dem Transponieren relativ einfach, denn Zeilen und Spalten werden einfach nur vertauscht. Die einzelnen Einträge, also die Werte, ändern sich überhaupt nicht. Hierfür dieses Beispiel, wir haben diese Matrix A hier und jetzt vertauschen wir einfach mal die Zeilen und Spalten. Und dann werden wir im Ergebnis diese transponierte Matrix erhalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich das Ganze gut vorzustellen oder auch durchzuführen. Ja, und jetzt kann man eben eine Spiegelgerade auf den diagonalen Elementen anlegen und spiegelt praktisch die erste Zeile an dieser Geraden. Und dann sieht man, dass diese drei Einträge aus der ersten Zeile hier jetzt unter die 1 fallen. Die Position der 1 ändert sich jetzt nicht. Man kann sich das sozusagen wie einen Fixpunkt vorstellen, noch von damals aus der Mittelstufe, wenn man mit Spiegelgeraden gearbeitet hat. Das Einzeichnen dieser Spiegelgeraden bietet sich vor allem bei quadratischen Matrizen an, also wenn wir die gleiche Anzahl an Zeilen und Spalten haben, und ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die häufig besser funktioniert, ist einfach, die Zeilen als Spalten aufzuschreiben. Wir haben jetzt diese Matrix B hier und die besteht aus 2 Zeilen und 4 Spalten. Das heißt, es ist eine 2x4 Matrix. Deswegen wissen wir, dass B transponiert dann also eine 4x2 Matrix sein wird. B muss also später 4 Zeilen und 2 Spalten haben. Dann nimmt man sich jetzt einfach mal den ersten Zeilenvektor und schreibt ihn einfach mal als Spalte auf. Und genau das gleiche macht man auch mit dem zweiten Zeilenvektor, den schreibt man einfach nur als Spaltenvektor daneben drauf. Grundsätzlich beim Transponieren kann man einfach Zeile für Zeile oder Spalte für Spalte durchgehen und damit die Transponierte bilden und dann ist das Ganze auch relativ unkompliziert.